Okay, krass, wenn der Song rauskommt, ehrlich, das wird ein Banger. Das wird einfach ein Banger. Das haben sie nicht gemacht. Junge, das haben sie nicht gemacht. Freunde, wir werfen heute wieder einen Blick auf die Deutschrap-Songs, die diese oder nächste Woche rauskommen könnten. Ich bin super gespannt. Wir haben potenzielle Banger auf jeden Fall am Start. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Ali 471. Fangen wir an mit Ali 471 und mit Oh Shit. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mag Ali sehr gerne. Ich habe den auch vor kurzem das erste Mal persönlich getroffen. Super sympathischer Typ. Und ich freue mich jetzt drauf auf Oh Shit von ihm. Auf der Karte ist mein Song in jedem Land. Check mal das Stadion von Arsenal. Ich hab es gesagt, oh. Guck die ganze Oh, okay, das ist nice. Fühl mich wie der Quarterback am College. Ich könnte, wenn ich will, aber soll ich? Ich denk mir nur. Okay, das ist super catchy. Das ist super catchy. Dieses Oh Shit ist natürlich so ein bisschen dieser Oldschool-Vibe. Wir haben auch im Video eben so diese bouncigen Autos und so gesehen. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen dieser Oldschool-Vibe, der transportiert werden soll. Dieses Oh Shit bleibt natürlich im Kopf. Ich könnte, wenn ich will, oh, der Bass knallt auch gut. Ich denk mir nur, ich hab es gesagt und getan, ja. Bro, das ist strong. Fühl mich wie der Quarterback am College. Ich könnte, wenn ich will, aber soll ich? Ich denk mir nur, rauch auf der. Auch dieses, ich könnte, wenn ich will, aber soll ich? Das ist dieses Arrogante so da drin. Gefällt mir sehr vom Soundbild her, muss ich sagen. Also wirklich, ist ein bisschen was anderes, finde ich. Kommt gut an, ist super, super catchy. Sehr angenehme Stimmfarbe auch. Und ich glaube, das Musikvideo hier von dem Dreh, das sieht sehr, sehr cool aus. Da könnten wir ein cooles Musikvideo noch bekommen. Gefällt mir. Von daher, ich würde sagen, auf jeden Fall, Oh Shit, ist jetzt schon Stuck in My Head von Ali. Kommt, glaube ich, sogar diesen Freitag schon raus, ja. Eventuell nächsten Freitag. Aber ich hoffe, das droppt diesen Freitag schon. Kriegt von mir auf jeden Fall ein Top für diese Woche. Als nächstes mit dabei haben wir Billa Joe. Zusammen mit Vogue steht hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Co-op ist oder Beat Producer. Aber so heißt auf jeden Fall der Song bei TikTok. Wieder zurück wird der Song heißen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wann der rauskommt. Aber wir hören rein. Let's go. Ich bin auf den Malediven und plötzlich meldet sie sich wieder. Oh, geiles Setting. Ohne mich ist dein Pain unendlich. Nur weil allein sein für dich fremd ist. Manchmal fehlt uns die Connection, dabei wissen wir zwei. Boah, geiles Soundbild. Sag mir nichts von, dass du bald weg bist. Okay. Aber dann wünschst du mir nichts Schlechtes. Manchmal fehlt uns die Connection, dabei wissen wir zwei. Die Melodie ist geil. Ich bin dabei wissen wir zwei, du kommst wieder zurück. Nice, Mann. Okay, also auf jeden Fall gechillter als das, was wir uns eben von Ali angehört haben. Das wäre was, was ich direkt so in meine Deutschrap Chillout-Playlist auf Spotify reinpacken würde, wo man einfach so ein bisschen nebenbei laufen lassen kann, ja. Billa Joe ja sowieso sehr weibiger Typ, ein bisschen ruhiger, so ein bisschen entspannter. Da gibt's, könnt man bei ihm reinhören. Gibt super, super viele gute Tracks bei ihm, die einfach so einen entspannten, angenehmen Vibe haben. Ich freue mich drauf. Okay, ich bin gespannt, wie das funktionieren wird mit diesem doch sehr melodischen Sound, ja, und dann so ein bisschen diese Heartbreak, in Anführungsstrichen, Thematik. Wobei es sich eher so anfühlt, als ob man so, ja, keine Ahnung, jetzt so zeigt, hey, jetzt lebe ich das Good Life und du kommst wieder zurück, aber ich brauche dich nicht mehr. Das hat so ein bisschen diesen Vibe. Ich freue mich sehr drauf, hat mich jetzt noch nicht so krass gecatcht wie das Ali-Ding von eben, kriegt trotzdem einen Top, aber so ein Top, würde ich sagen, so ein Top. Ich bin gespannt auf Jamule und Forte jetzt. Okay, jetzt haben wir die most requestete Hörprobe, seitdem es dieses Format gibt. Ist auch erst die dritte Folge, trotzdem habe ich unfassbar viele Nachrichten von euch bekommen. Dass da hier so eine riesige Promo-Aktion gestartet wurde, dass Jamule und Forte PA Sports irgendwie hops nehmen. Dass es da so eine Art Beef gibt, der natürlich Promo ist, I guess, also ja. Ich bin aber sehr gespannt. Der Song heißt 2000 Euro von Jamule und Forte und zu diesem TikTok schreibt Jamule, wird Strafe jetzt verdoppelt? Fragezeichen, @Forte @PA Sports. Ich bin gespannt. So far, das Album von Jamule und Forte, sehr promising, auch Kissenschlacht, auch TikTok übernommen für eine Weile und wirklich einen geilen Song draus gemacht. Ich bin sehr gespannt jetzt auf 2000 Euro. Ich weiß es nicht, Mann. Wir hören rein, let's go. Für diese Aktion gibt es 2000 Euro Strafe, zieh ich von der Gage ab. Wallah. Ah, oh mein Gott, ey, ich habe letztens meiner Freundin dieses TikTok sogar noch gezeigt, wo PA Jamule oder Forte oder in die Gruppe auf jeden Fall eine Sprachnachricht geschickt hat, ey, wer hat wieder im Tourbus mit irgendwelchen Girls was gehabt oder und alles kaputt gemacht, 2000 Euro Strafe, und das war real, glaube ich, das war actually real so, weil das ist schon echt lange her, so, ich habe das Gefühl, so ein halbes Jahr gefühlt ist diese Sprachnachricht her, wo PA eben die Gruppe geschrieben hat, ey, wenn er noch einmal was macht, es gibt Strafe, chillt mal, und das hat sich real angefühlt. Und das haben wir jetzt hier drin gerade, in dieser Hörprobe.
für diese Aktion gibt es 2000 Euro Strafe, zieh ich von der Gage ab. Wallah billah. 2000 Euro und jeder, der weiter irgendwelche Regeln bricht, 2000 Euro. Oh mein Gott. Groupies sind im Club, es kostet 2000 Euro. Die Flaschen nimmt man, Bro. 2000 Euro. Zum Glück ist meine Gage mehr als 2000 Euro. Sie haben es einfach gesampled. Ich bin Rapstar. Bro, das ist gut. Das ist strong, Junge. Bro. Oh mein Gott. Die wissen bei Life is Pain einfach, wie man Promo macht. Junge. Okay, das ist wirklich strong. Holy. Okay, das finde ich super cool. Obviously ist das Promo-Ding so. Obviously. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Sprachnachricht dann auch real war, aber ich habe die Sprachnachricht echt vor einem halben Jahr gefühlt auf TikTok gesehen, von PA, diese Ansage. Aber dass sie das gesampled haben, funktioniert, das mit 2000 Euro funktioniert super, der Beat klingt nice, diese arrogante Art von Jamule, wie er auch so PA nachmacht, 2000 Euro mit dem Geldschein in der Hand, das funktioniert, das ist dieses Sympathische, die beiden Aufmüpfigen aus dem Label so, gehen jetzt gegen diesen großen Label-Boss PA vor und lassen sich nichts gefallen. Ist eine super coole, sympathische Promo-Aktion, finde ich. Das ist kein ernst gemeinter Fake-Beef, so, wisst ihr, also nicht so auf super fakey ernst, so. Jeder weiß, dass das jetzt hier so eine lustige Aktion ist einfach, aber das funktioniert, finde ich. Das ist super sympathisch. Es hört sich actually gut an und ich find's cool. Ich find's super cool. Ich bin gespannt auf das Musikvideo. Ich hoffe, da wird PA vielleicht auch noch so ein bisschen hochgenommen dann, auf irgendeine Art und Weise. Aber geil, Mann. Geile Hörprobe, super sympathisch einfach, wisst ihr, wie ich meine? Und da ist man jetzt invested und keine Ahnung. Nice, einfach nice gemacht, finde ich. Kriegt auf jeden Fall für mich den dicksten Top für diese Woche. Schreibt mir auf jeden Fall euren Top-Song von diesen drei Hörproben hier unten in die Kommentare. Und ansonsten lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.